Das war ein bisschen zu lang gestern, ne? Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir waren, wie ihr vielleicht sehen könnt, gestern noch ganz schön lange unterwegs, um für euch rauszubekommen, wer gestern bei der Kurzfilmnacht gewonnen hat. Und zwar den Golden Moon. Erster Preis also. Hat bekommen. Simply Clever. Genau. Den zweiten Preis hat bekommen. Für Lotte. Und den dritten Preis hat bekommen Habib und der Hund. Yay. Deswegen waren wir gestern noch so lange unterwegs, deswegen sind wir jetzt auch so müde. Also ja, ich zumindest. Wir haben heute noch drei Sachen für euch in der Sendung. Zweitens, eine Kritik zum Film. Deine Schönheit ist nichts wert. Danke. Drittens, ein Beitrag von unseren Nachkömmlingen, weil wir sind ja nicht mehr so lange dabei. Die nennen wir die Sphinxlinge und die sind alle so, ich glaube, 10 bis 13 und haben eine eigene kleine Sendung über das Filmkunstfest gedreht. Von daher, die könnt ihr nachher also auch noch sehen. Viel Spaß dabei. Leute, ich erzähle euch heute was über einen Film, den ich kürzlich gesehen habe, der da heißt Deine Schönheit ist nichts wert, produziert von Hüseyin Tabak. Es geht um eine türkisch-kurdische Familie, die als Flüchtlinge nach Österreich kommt und der jüngste Sohn, Veysel, also auch eine der Hauptrollen, ist 12 Jahre alt und hat erhebliche Probleme mit der Sprache, also der Deutschen. Und verliebt sich in eine Klassenkameradin Anna, eine wirklich gute Schülerin, die immer gut dabei ist und will jetzt, also muss für die Schule ein Gedicht übersetzen. Und er nimmt ein türkisches von Asik Veysel, seinem Namenspatron, das übersetzt heißt, deine Schönheit ist nichts wert. Und er übersetzt es jetzt mit Hilfe von Anna, dabei kommen sie sich natürlich etwas näher und werden sowas wie richtig gute Freunde und mit seinem Nachbarn, der Deutsch und Türkisch kann.
So, in der Geschichte wird so ein bisschen das Thema, also eigentlich sehr, sehr doll das Thema Migration und vor allen Dingen die Probleme aufgefasst, mit denen sich Einwanderer oder Flüchtlinge in einem fremden Land auseinandersetzen müssen. Und das ist auch wirklich sehr gut gelungen, diesen Film. Für mich eine ganz klare Empfehlung. Der Film überzeugt, finde ich, durch sehr starke Bilder, wenig Worte, aber das ist wirklich gekonnt eingesetzt und ist wirklich spannend. Auch wenn wenig Aktion ist in den Bildern, es ist wirklich eine ganz klare Empfehlung meinerseits. Wer sich den Film schon angeschaut hat oder anschauen möchte, kann das gerne tun. Es ist ein super toller Film. Von mir kriegt er eine volle Punktzahl, wenn ich Punkte geben würde. Super. Dann bis nächstes Mal. Das war's für heute. Tschüss. No se olvida, todo lo que di fue verdad, por todo lo que pude dar. Wir sind die Springfraktion. Wir sind die Springfraktion und berichten vom 24. Wir sind die Spinks-Redaktion und... Ach, das hieß doch nicht. Wir sind die Spinks-Redaktion und berichten vom 24. Filmkunstfest in Schwerin. Soll ich sagen? Ja. Können Sie ein, zwei Sätze zum Filmkunstfest sagen? Ja, ich bin hier wahnsinnig gerne in Schwerin, weil das ein tolles Festival ist und das kenne ich schon über Jahre und ich bin unheimlich gerührt, dass ich bin ja dieses Jahr in der Jury. Das ist, finde ich, eine große Verantwortung, aber auch eine große Ehre. Und ja, wenn das Wetter noch ein bisschen besser werden würde, dann ist gar nicht mehr hier zu meckern. Ne? Also ein bisschen mit dem Wetter, das ist so, aber im Kinosaal ist das ja eh egal. Ja, danke schön für Ihr Interview. Bitte schön. Guten Tag. Wie ist Ihr Eindruck vom Filmkunstfest? Also ich finde, das ist eine echte Bereicherung für die Stadt Schwerin. Und in der Richtung also auch ein ganz wichtiges Element, um nicht nur als Landeshauptstadt zu fungieren, sondern also um auch die Kultur wirklich den Schwerinern und den Mecklenburgern nahezubringen. Und da es sich also durch die Kurzfilme und die ausgefallenen Filme wirklich hier einer Nische bedient, finde ich es eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung unseres sonstigen kulturellen Angebotes. Ja, wunderbarer Eindruck. Ich hatte gestern eine Anreise, die war auch abenteuerlich. 10 Stunden statt 6 Stunden, das war schon mal ein guter Einstieg, aber ich bin jetzt hier angekommen und freue mich sehr. Sehr gut, ich bin nicht das erste Mal hier, aber nach langen Jahren wieder mal. Besonders gut gefallen hat mir auch unter anderem das Rahmenprogramm, nicht nur die vielen Filme. Und heute Abend freue ich mich auf das Konzert von Axel Prahl und Band. Ich kann nichts sehen, weil ich kann nichts sehen, wenn ich kann deine Hand nicht sehen. Die Zwillinge Caro und Claro lernen den Romanautor Thomas kennen. Sie wollen gemeinsam eine neue Detektivgeschichte schreiben. Der Held der Geschichte ist ein zum Leben erwecktes Zauberfahrrad. Der Bösewicht Fritz Phantom und sein Kumpane wollen die Kugel stehlen, die das Fahrrad zum Leben erweckt. Der Film ist eine spannende Komödie für Groß und Klein. Er ist lustig und besonders für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren geeignet. Der Film Tom Turbo erhält von uns 8 von 10 Sternen. Ja, was finde ich toll am Filmkunstfest? Also erstens hat das Filmkunstfest Schwerin einen sehr, sehr guten Ruf innerhalb der Branche, in der Filmbranche. Zweitens bin ich hier schon mal gewesen, habe auch mal mit in der Jury gesessen und war vor 5 Jahren schon mal hier mit Andreas Dresen, habe ein bisschen Musik gemacht und ja, das wollen wir heute wiederholen. Okay, und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie in der Jury waren? Da hat man mich gefragt, erfreulicherweise. Bekam ich einen Anruf,
Da hieß es, guten Tag, Herr Prahl, hätten Sie vielleicht Interesse, bei uns beim Filmkunstfest Schwerin mal in der Jury zu sitzen? Und da habe ich gesagt, natürlich, warum nicht, herzlich gerne, fühle mich geehrt. Und wann haben Sie das erste Mal vom Filmkunstfest so halt gehört? Oh, das ist schon lange her. Wir waren damals, glaube ich, mit dem Film Die Polizistin, waren wir hier auch schon mal vertreten. Und was gab es dann noch? Polizistin, das war 2002. Das war genau die Zeit, in der das losging mit dem Münster-Tatort. Ah, okay, dann danke ich Ihnen für Ihr Interview, Herr Prahl, und haben Sie noch einen schönen Tag. Ich danke für Ihr Interview und wünsche auch einen schönen Tag. Tschüss. No se olvida, todo lo que vi fue verdad, por todo lo que pude dar. Also, das war's mal wieder mit unserer Sendung. Die Filme, die wir kritisiert haben, laufen. Am Sonntag beide nochmal. Einmal Deine Schönheit ist nichts wert, läuft um 10.45 Uhr. Also nochmal schön ins Kino gehen alle. Wir haben nur noch zwei Sendungen mit dieser. Also heute, die kommt ja heute raus, ihr seht sie gerade. Und die andere läuft am Montag im Fernsehen. Und ich glaube, am Sonntag schon im Internet auf der Seite sophie-medien.de. Den Link findet ihr hier auf meinem Gesicht. Und ansonsten ist nichts mehr. Wir wünschen euch viel Spaß und wir gehen jetzt auch gleich zur Preisgala. Nein, wir gehen nochmal schlafen. Ja. Scheiße. Wir gehen schlafen. Gute Nacht. Wow, fliege ich runter? Scheiße!